ein schönes, neues oder liebgewonnenes Rad besitzen ist das eine, es sichern und gegen Diebstahl schützen ist das andere. Woran erkenne ich aber, welches Schloss für mein Rad geeignet ist, welches Schloss wie sicher ist und was ich am besten damit sichere? Die namhaften Markenhersteller zeigen uns mit ihrer eigenen Sicherheitseinstufung schon gleich zu Beginn, wie sicher ein Schloss ist, aber diese Sicherheitseinstufungen sind zwischen den verschiedenen Marken nicht vergleichbar. Letzten Endes ist es aber leider immer so, dass ein wirklich sicheres Schloss immer nur ein schweres Schloss ist. Das heißt, für ein Fahrrad, ein hochwertiges Fahrrad, beginnt die Sicherheit, die mich vor einem Diebstahl schützt, eigentlich bei einem Bügelschloss. Seilschlösser oder Ketten sind zwar von der Bedienung sehr praktisch, aber eigentlich nur für sehr günstige Räder oder Kinderräder geeignet oder eben um Anhänger zu sichern oder Zubehör. Aber es gibt praktische Lösungen auch bei den Seilschlössern, die zum Beispiel beleuchtete Zahlen haben, die individuell einstellbar sind und dadurch in der Dunkelheit sehr gut zu sehen. Oder aber auch ein Seilschloss, das gleichzeitig mit einer individuellen Zahlenkombination und einem Schlüssel geschlossen werden kann. Das ist zum Beispiel für Verleihzwecke sehr praktisch. Die einzig wirklich sichere Alternative zu Bügelschlössern, um ein Fahrrad zu sichern, sind die sogenannten Faltschlösser. Sie sind leichter zu transportieren, weil sie kompakter sind, bieten eine vergleichbare Sicherheit. Und hier haben wir ein Modell, das einen kompletten Edelstahlkopf hat und dadurch ganz besonders robust wirkt. Zu den Spezialitäten gehören Schließvorrichtungen, die zum Beispiel Vorderräder sichern, damit ich sie nicht extra mit einem eigenen Schloss absperren muss. Oder aber der sogenannte Wand- oder Bodenanker, mit dem ich in meiner eigenen Garage einen festen und sicheren Abschließpunkt schaffen kann. Grundsätzlich gibt es für jedes Bedürfnis das richtige Schloss. Zwei wichtige Tipps ganz zum Schluss. Das eine wäre, das Rad immer an etwas Festem anschließen. Und das zweite wäre, auf Markenqualität vertrauen und gegebenenfalls die Beratung im Fachhandel aufzusuchen.